Hallo und willkommen zurück. Ihr habt auch gleich wieder Bild und Ton. Ich erkläre euch nur kurz, bevor ich aus dem Pausemodus rausgehe. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich bin einfach ein bisschen weiter rumgeschwommen. Ich war im ersten Raum, habe alles abgegrast, war nix. Bin ich nochmal in den zweiten Raum rein und ich habe tatsächlich ein paar offene Münzen übersehen. Und da schwimmen wir jetzt hin. Und warum haben wir die übersehen? Weil ich gesagt habe, da schwimmen wir nicht mehr hin. Und zwar gab es ja da diesen Ausgang aus dem Level hier. Und da wollte ich ja nicht mehr hin. Und unterhalb von diesem Ausgang sind noch ein paar Münzen. Und wir brauchen ja nur 4 Stück, die er jetzt nicht einsammeln will. Das ist sehr beruhigend. Man muss übrigens aufpassen, da ist eine Strömung, die einen wirklich in diesen Levelausgang reinzieht. Jetzt komm, stell dich doch nicht so an. Jetzt. Hallo? Würdest du jetzt bitte die letzte Münze noch einsammeln? Mario, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Sammel jetzt gefälligst die letzte Münze. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir noch den Stern einsammeln. Das wird jetzt auch nochmal so ein Kampf. Ja, hat geklappt. So. Natürlich speichern. Ah, wir bleiben unserer Linie treu, dass wir das nicht schaffen, in einem Part ein Level zu beginnen und im selben Part dieses Level auch zu beenden. So, wir machen jetzt aber weiter im Frostbeulenfrust. Freue ich mich auch schon total. Der Frostbeulenfrust ist oben im ersten Stock. Das war die zweite Eiswelt, wie der Name ja schon sagt. Halt. Und da ist man über diesen Spiegelsaal hingekommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich verwechsel das gerne. Nein, das ist Gulliver Gumba. Da kommen wir auch noch mal hin. Wo war das? Da ist die Tür. Der Spiegelsaal. Und hier sehen wir ja im Spiegel den Frostbeulenfrust. Und da müssen wir hier reinspringen. Jawohl. So. Ich glaube, es gibt 130 Münzen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. Ich werde jetzt aber extra die Mission Nummer 6 wählen. Schau im Iglu nach. Weil wir auf jeden Fall in das Iglu rein müssen, sonst schaffen wir es nicht. So. Ja, die Musik ist herrlich. Ach, diese Drecksviecher wieder. Kann ich eigentlich auf die draufhüpfen? Ja, kann ich. Oh, kann ich und sollte ich? Die werfen ja ganz gut was ab. Ja, also wir werden uns hier auf jeden Fall mit einigen Gegnern abmühen müssen. Weil diese Gegner hier, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Tut mir leid. Mein Mario-Fachwissen ist da unter aller Kanone. Aber da sind die anderen Münzen. So. Die geben ja ganz gut was und wir haben ja mittlerweile gelernt, dass man jede einzelne Münze zu schätzen wissen sollte. Und einer noch. Ich überlege gerade, ich habe mal ein Let's Play gesehen, an das mich das jetzt hier total erinnert. Auch ein Jump-and-Run-Spiel. Und jetzt weiß ich ums Verrecken nicht mal, welches das war. Ich glaube, das war das ein Spyro-Part? Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal. So. Da gibt es eine Kanone. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir die aktuell brauchen. Mir fällt da gerade noch was anderes ein, nämlich ein Hinweis, den ich bekommen habe zu einem anderen Level. Aber da werde ich dann zu gegebener Zeit drauf zu sprechen kommen. Ein sehr interessanter Hinweis vom Phil. Kann ich auf den Schneemann draufhüpfen? Ich weiß nicht, ob ich den kaputt machen kann. Ich glaube fast nicht, ne? Nee. Es sieht irgendwie nicht so aus. Also. Diese Teile, die mag ich ja überhaupt nicht. Ja, toll. Was mache ich denn hier? Ich springe hier wild in der Gegend rum und treffe überhaupt nichts mehr. Da ist eine rote Münze. Also wenn ich mich so anstelle, dann brauchen wir da ewig, bis wir das in diesem Level geschafft haben. Ich habe da auch so ein bisschen Probleme mit der Orientierung. Boing. Ich mag auch die Geräusche total gern. Also diese Sprung- und Boing-Geräusche und so weiter. Und auch das Klingeln von den Münzen. Das ist nicht so schrill, sondern schön angenehm. Solche Sachen, die fallen mir dann schon mit der Zeit auf. Nicht unbedingt gleich beim ersten Spielen, aber der Scheißwind hier.
Jetzt hör halt mal auf. Ich komme hier überhaupt nicht mehr weg. Was soll denn der Scheiß, Mensch? Ach, gerade mal 20 Münzen. Im Iglo sind, glaube ich, 30 oder 40 sowas in dem Dreh. Ich will dieses Vieh hier anhüpfen, weil die geben auch immer ganz gut, aber irgendwie, es soll nicht sein. Also. Also gut, wir suchen jetzt erstmal anderweitig weiter hier, sonst wird es ja gar nichts mehr. Ich brauche dann auf jeden Fall den Schildkrötenpanzer für den zugefrorenen See, das weiß ich noch. Das wusste ich noch. Ich wollte jetzt eigentlich direkt drauf hüpfen, hatte aber nicht. Mario stellt sich ziemlich an diesmal hier. Was war das denn jetzt? Ach Mensch. Ah, das wird ein ziemlich zähes Level. Das sage ich auch öfter, ich weiß. Also es gab Level, wo das richtig gut geklappt hat. Zum Beispiel Bibberberg Bob dank der Rutschbahn. Da hatten wir eigentlich gar keine Probleme. Ich fand auch die Wobbi-Waba-Wüste ging dann eigentlich. Und Piratenbucht Panik war jetzt auch nicht das große Problem. Also... Aber mit 32 Münzen kommen wir hier noch nicht weit. Ach, verdammt, jetzt habe ich die eine verpasst. Ja, an die hier kommen wir nur mit dem Schildkrötenpanzer. Ich werde da jetzt auch gleich mal kurz speichern, denke ich. Mache ich gleich mal. Denn wir verlieren ja Energie, wenn wir hier ins Wasser fallen. Und ich muss da das jetzt wieder hinkriegen, dass ich da auf Anhieb drüber komme. Der Schildkrötenpanzer ist ja, soweit ich mich erinnere, da hinten auf dieser Mauer drauf. Da, wo auch die nächste rote Münze ist. Ja, oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Mario, raus aus dem Wasser, aber zack ich hier. So, da muss ich jetzt dann... Ah, ja, genau, da muss ich auf diese Viecher drauf hüpfen. Was ich aber, glaube ich, nur vom Land aus kann, gell? Ja, scheiße. Ja. Ja, tut mir leid. Ich überlege gerade, ob ich den Schildkrötenpanzer wirklich gleich holen sollte. Ach Mensch! Das ist eine Scheißstelle. Ich hasse die wie die Pest. Weil er da immer drüber hüpft. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt kann ich schon wieder fast vergessen hier. Ja. Ach, das ist ein Scheiß hier. Ja, die eine Münze ist im Wasser. Vielleicht kriege ich sie noch schnell. Ja. Okay. So. Reicht's, reicht's, reicht's. Oh, aber gerade so. Okay. Das ist die rote. Jetzt muss ich mal gucken. Eins ist der Schildkrötenpanzer. Genau das hier. Und was war da drin? Ein Stern. Den Stern will ich auf gar keinen Fall. Dann schnappen wir uns jetzt den Panzer. Ach, da oben waren... Ach, Mist, da waren Münzen. So. Die brauche ich unbedingt noch. Jawohl. Sechs. Und die da drüben brauche ich auch noch. Ja, damit hätte ich jetzt die acht roten, was uns ja alleine nicht weiterhilft.
47. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht. Wenn ich jetzt ins Iglo gehe, ich glaube fast eher nicht. Moment. Hatte ich da jetzt nicht genügend Schwung? Jetzt aber. Okay, und hier ist jetzt das Iglu. Jetzt könnte ich aber auch schauen, dass ich noch mal weiter den Berg raufkomme. Es könnte ja auch sein, dass, wenn ich jetzt wüsste, wie viele wirklich im Iglo sind. Es kann auch sein, dass auf dem Berg selber noch Münzen sind. Das Risiko möchte ich eigentlich nicht eingehen, dass mir die entgehen. Ja, das sind auch noch welche. Ich hoffe, dass ich dann wieder in das Iglo zurückkomme. Oh ja. Es sind zwar immer nur einzelne, aber. Ja, der Eisatem. Da muss ich mich, glaube ich, wieder. Ah, hohohoho. Hinter dem Pinguin halten. Hinter dem Pinguin halten. Hinter dem Pinguin halten. So. Ach, verdammt, jetzt war ich zu ungeduldig. So. Konnte ich da noch weiter hoch? Ja, kann ich. Ist da noch eine Münze? Nee, der. Oh, das schaut nicht so aus, als wäre da noch was. Da ist ein Stern, der mir nichts nützt. Aber eine Münze ist da offenbar nicht mehr. Da oben drauf steht noch ein Baum. Vielleicht würde ich da sogar irgendwie rankommen, aber ich glaube, münzentechnisch ist hier nichts mehr zu holen. Wir haben 60 Münzen. Ich glaube, dass um die 40 wirklich im Iglo drin sind. Ein paar können wir vielleicht noch draußen durch Gegner holen. Aber ich versuche jetzt mal heil ins Iglo zurückzukommen. So nicht. Oh, das hat sogar geklappt. Ich bin begeistert. Und ich speichere jetzt nochmal, weil ich eben nicht genau weiß, ob die Münzen im Iglo reichen. Genau, da muss ich reinkriechen. Es wäre ja schön, wenn es diesmal klappen würde. Ach ja, hier haben wir nochmal ein bisschen Gegner. Ich glaube, hier war irgend so ein Scheiß mit der Tarnkappe, gell, dass ich dann durch alles durchrennen kann. Oh ja, das sind jede Menge da drüben. Ja, toll, jetzt ist die Münze da reingebackt. Oh, super. Also nicht reingebackt, die ist da reingefallen und da komme ich nicht ran. Da ist die Tarnkappe. Und ich glaube, da kann ich irgendwie rein drüber klettern oder sowas. Genau. Halt, erstmal hauen wir den hier noch kaputt. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus gerade. Aber es reicht noch nicht ganz. Da will ich rein, genau. 93. Ja, den Rest, den kriegen wir dann durch Gegner, glaube ich, zusammen. So halbwegs. Jetzt ist mein Leben weg. Na toll. Komme ich hier jetzt wieder raus? Muss ich ja irgendwie. Irgendwie muss ich doch hier wieder rauskommen. Hallo? Ja, ihr könnt mich ja jetzt schlecht hier drin lassen. Hallo?
Ach, da. Ah, oh, da hinten. Das muss man erstmal wissen hier. War das jetzt ein versteckter Durchgang? Ich habe den jetzt gar nicht gesehen. 93, also gehen wir noch ein bisschen auf Gegnersuche. Da ist noch ein Goomba. Da, komm her. Komm. Ich glaube, es reicht nicht ganz, gell? Weil der andere Typ, der da noch rumläuft, der gibt ja auch nur 3. Hätte ich mich draußen noch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Die Frage ist, kann ich überhaupt wieder raus? Ja, kann ich. Okay, da geht's raus. Ja gut, das sollte jetzt aber kein Problem sein, wenn ich... War da nicht noch irgendwo ein Gegner? Ich dachte jetzt, dass da noch irgendwo so ein Propellerviech rumschwirrt. Da ist der versteckte Durchgang. Der ist aber wirklich gut versteckt. Ich sehe nichts. Hallo. Jetzt bin ich ja wieder da. So. Ja, der Part ist natürlich schon wieder rum. Aber diesmal möchte ich das ganz gerne noch schaffen. Ich glaube, wir gehen jetzt raus und schauen, dass wir noch irgendwo 2 Gegner auftreiben. Da war er. Halt. Einen Gegner brauchen wir noch draußen. Das sollte eigentlich... machbar sein. Genau. Da waren ja noch ein paar so Propellermenschen übrig. Da unten, der da zum Beispiel. Den schnappen wir uns jetzt und dann haben wir es geschafft. So nicht. Boing. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich wirklich die Münzen alle kriege. 1, 2... 3. Ah, sehr schön. Frostbeulenfrust beendet. War gar nicht so ein Frust. Also, sagen wir so, Tic-Tac-Trauma trifft es ganz mehr als Frostbeulenfrust. Was die Levelbezeichnung angeht. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber schnell hier raus, bevor wir erfrieren. Und beim nächsten Mal geht es dann, glaube ich, weiter bei Atlantis Aquaria. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.